Instagram. Schön, dass ihr dabei seid hier zu meinem Thema Kuchen mal anders, deftig und zünftig. Heute wird es einen Kuchen geben, aber einen Kuchen auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich deftig und zünftig. Wir machen einen herzhaften Kuchen und ich freue mich auf alle, die sich auch hier reinschalten. Ganz, ganz kurz möchte ich einfach nur kurz erzählen, wie ich auf diese Idee kam, so einen Kuchen in überhaupt zu machen, einen deftigen Kuchen. Viele Leute beschweren sich immer, hey, ich mache immer so viele süße Rezepte für alle, die auf TikTok mit dabei sind. Ich habe ganz, ganz viele süße Kuchenrezepte auf meinem Instagram-Kanal. Also da könnt ihr gerne mal rüberhüpfen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, und einfach mal vorbeischauen, was ich da so Leckeres habe. Aber ganz, ganz viele Menschen beschweren sich immer und sagen immer, hey, ich hätte gerne auch mal was Deftiges auf deinem Kanal und mal was Herzhaftes. Und entsprechend habe ich mir überlegt, okay, ich mache heute mal einen herzhaften Kuchen, auch angelegt daran, weil ich mich erinnert habe. Wer von euch kennt Kuchenverkauf aus der Schule? Macht ihr das auch manchmal? Bei uns gab es das früher immer. Also ich bin schon länger aus der Schule raus. Ja, es ist schon über zehn Jahre. So ist es nicht, auch wenn viele sagen, ich sehe viel, viel jünger aus. Aber wer kennt Kuchenverkauf in der Schule? Haben wir immer gemacht, um die Abikasse aufzurüsten, damit wir ein bisschen Geld haben, um einen schönen Abiball zu organisieren. Und Kuchenverkauf haben wir immer gemacht. Und dann hat jeder einen Kuchen mitgebracht. Und wir hatten einen bei uns in der Klasse, das war der Axel. Der war ein Metzgersohn, also sein Vater war Metzger, und der Axel kam um die Ecke mit einer Bratwursttorte. Und da dachte ich mir so, was ist das? War voll eklig, ne? Der Kuchen war der Renner. Keiner wollte mehr die süßen Kuchen, alle hatten Bock auf eine herzhafte Bratwursttorte. Und der Kuchen war ratzfatz weg, und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht wollen die Leute halt auch nicht mehr was Süßes. Und deswegen machen wir heute einen Sauerkrautkuchen. Ja, angelehnt an den Zwiebelkuchen. Ich bin totaler Zwiebelkuchen-Fan. Heute machen wir die Variante mit Sauerkraut und Zwiebeln. Also bleibt unbedingt dran. René schreibt schon Hi hier auf TikTok. Hallo zurück. Bleibt unbedingt dran, damit euch das Rezept nicht entgeht. Das IGTV, also als Instagram Live, weil auf TikTok kann man die Lives leider nicht speichern, das lade ich dann auch noch hoch, sodass ihr da auch schon mal die Zutaten habt. Und das gesamte Rezept bekommt ihr dann am Donnerstag. Ich werde das noch schön fotografieren. Jedenfalls heute Sauerkraut, Zwiebelkuchen, deftiger Kuchen heute mal auf Wunsch von vielen, die sich mal wieder was Herzhaftes gewünscht haben. Und ich sehe, ein paar Leute kommen schon noch rein. Für alle, die jetzt da drin sind, woher schaltet ihr euch zu? Dann fange ich schon mal an, den Teig zuzubereiten. Aber schreibt mir mal rein, was ihr gerade Schönes macht. Oh, Entschuldigung, Alias. Okay, ich versuche langsamer zu sprechen. Dann schreibt mir mal rein, woher ihr euch gerade zuschaltet. Seid ihr in der Sonne, noch im Büro? Habt ihr schon Feierabend? Habt ihr schon gegessen? Macht ihr gerade Essen? Genau. Und ich starte mal mit dem Teig. Denn der Teig ist total einfach. Wir haben wirklich nur drei Zutaten in dem Teig. Ich habe hier 50 Gramm gemahlene Mandeln und 50 Gramm Kartoffelfasern. Und das Ganze habe ich jetzt vermischt. Die Kartoffelfasern sind dafür da, weil die den Teig richtig schön knusprig machen. Ich habe einen Zwetschgentart gemacht, da gibt es das Rezept auch auf Instagram. Und da habe ich auch Kartoffelfasern in den Teig gemacht und der Teig war so knusprig. Und ich finde, für so einen quiche-mäßigen oder Zwiebelkuchen-mäßigen Ding braucht es auf jeden Fall auch einen knusprigen Teig. Deswegen die zwei Sachen. Ihr könnt auch nur Mandeln nehmen, wenn ihr wollt. Also das geht auch, wer jetzt keine Kartoffelfasern hat. Der nimmt sich nur Mandeln. Die Julia schaltet sich aus dem Wohnzimmer rein. Der René ist daheim, hat seit 15 Uhr schon Feierabend. Wow, da kann er ja schon, hast du sicherlich auch die Sonne genossen. Die Mona ist aus Nürnberg mit dabei. Ich sehe die Kerstin, schaut rein. Wunderbar. Dann haben wir geschmolzene Butter, ungefähr 80 Gramm. Ich habe hier eine Kräuterbutter genommen. Auch sehr, sehr fein. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Weil ich glaube, dass die nochmal richtig guten Geschmack in den Kuchen gibt, also richtig schön herzhaft wird es heute. Und dann brauchen wir noch ein Ei. Aus Bochum ist die Lina, sehr, sehr cool, wunderbar. Ich hoffe, in ganz Deutschland scheint die Sonne. Bei uns in München war heute 26 Grad. Wir waren auch ein bisschen an der Isar, ein bisschen an der Sonne. Einfach ein bisschen rausgehen. Ein Ei packe ich noch mit rein. Ja, denn wir kommen eigentlich zu ganz, ganz wenig. Wir arbeiten echt super, super viel. Bambusmehl kannst du auch nehmen, Anja. Genau, die Anja fragt, ob man auch Bambusmehl nehmen kann statt Kartoffelfasern. Funktioniert genauso. Und der Alias ist noch im Büro. Oh je, ich hoffe, dass du bald Feierabend hast. So, das verrühren wir jetzt erstmal hier. Also die Kräuterbutter mit den Mandeln, den Kartoffelfasern und dem Ei. Schauen wir gleich mal, wie dann die Konsistenz ist. Genau. Ja, also wir sind momentan sehr, sehr schwer beschäftigt. Wir arbeiten enorm viel, aber wir sind auch total in Vorbereitung.
für Mexiko, weil wir am 4.10. nach Mexiko fliegen. Brandenburg darf ich kosten, Matze. Ja, das ist ein bisschen weit weg, Brandenburg tatsächlich, von München. Also da ist der Weg sehr, sehr weit. Und ich glaube, wenn ich den Kuchen zu dir schicken würde, dann ja, wäre der wahrscheinlich auch schon schlecht. Die Dani hat jetzt erst Feierabend und jetzt stalkt sie mich. Okay, darfst du sehr gerne machen. Oh, Spanien, wie schön. Michi Mattes, Michi Smitsch Spain aus Spanien. Sehr, sehr cool. Schön, freut mich. Wir, wie gesagt, düsen bald nach Mexiko, deswegen sind wir in voller Vorbereitung. 4.10. geht's los. Wir lösen hier alles auf, also wir ziehen nicht nach Mexiko, aber wir wandern mehr oder weniger aus. Also wir werden Deutschland verlassen, die Wohnung kündigen und auch alles abmelden. Und genau, da sind wir natürlich voll beschäftigt, plus noch arbeiten und so weiter. Aber dennoch haben wir uns gesagt, hey, heute gönnen wir uns mal einfach eine Auszeit und gehen mal raus in die Sonne, wenn das Wetter noch so mitspielt, weil wer weiß, wie lange wir noch Sommer haben, gell? Genau. Der René fängt um 5 Uhr an. Okay, gut, dann kann er um 15 Uhr Feierabend machen. Ich glaube, ich brauche noch ein zweites Ei, stelle ich gerade fest. Der Teig ist doch noch nicht ganz so gut von der Konsistenz. Also 2 Eier. Keine Sorge, ich schreibe euch die Zutaten auf jeden Fall ins IGTV rein. Deswegen alle auf TikTok. Ihr könnt gerne auch, wenn ihr Instagram habt, rüberhüpfen. Wer kein Instagram hat, es gibt wahrscheinlich auch mal so ein ähnliches Rezept einfach als TikTok. Weil ich würde euch ja nicht vernachlässigen, gell? Und warum wollen wir Deutschland verlassen, fragt der René. Ja, also wir wollen Deutschland verlassen, weil wir total auf den Geschmack gekommen sind. Wir waren jetzt von Februar bis Juli auf Bali und haben dort gelebt und gearbeitet. Und das Schöne ist, mit dem, was wir halt arbeiten, können wir von überall arbeiten. Wir sind zeit- und ortsunabhängig. Und deswegen haben wir einfach gemerkt, dass es gut funktioniert und auch, dass wir in Deutschland einfach nicht mehr leben wollen. Wir wollen rumreisen, wir wollen das einfach auskosten, dass wir eben auch von überall arbeiten können und von überall aus Geld verdienen können und dann eben andere Länder entdecken. Und da ist eben jetzt Mexiko das Ziel. Eigentlich war eben die Sache, dass wir eben nach Bali zurückgehen. Das ist aber aktuell schwierig wegen Covid von der Einreise. Und Mexiko ist da eben einfacher. Wie lange bleiben wir in Mexiko? Das wissen wir noch nicht. Mal schauen, wie es uns gefällt. Ob ich dann mexikanisch koche in Mexiko? Auf jeden Fall. Aber ich habe auch ein ganz, ganz tolles Taco-Rezept, Keto-Tacos, auf meinem Account. Also da könnt ihr auch mal reinschauen. Genau, was arbeiten wir? Wir sind im Online-Bereich tätig. Hier wird schon zweimal die Frage gestellt. Also wir arbeiten im Bereich von Coaching. Ich mache Ernährungscoaching. Wir arbeiten mit verschiedenen Online-Produkten, E-Books und auch 2 Challenges, die wir haben. Also so Keto-Challenges, ernährungsmäßig mit einfach Input aus Training und Ernährung. Und wir arbeiten mit exogenen Ketonen. Das sind ein Getränk, was dich in die Ketose bringt. Und innerhalb von 30 bis 60 Minuten, ohne dass du dich ketogen ernähren müsst. Es gibt dir mehr Energie, es regt die Fettverbrennung an, du hast weniger Heißhunger und damit helfen mir ganz, ganz vielen Menschen auch, eben ihre körperlichen und Abnehmziele zu erreichen. Danke, René, drückt uns die Daumen. Keto-Nachos, ja, habe ich auch schon mal gemacht, werde ich aber sicher auch nochmal machen, sofern ich denn in Mexiko die ganzen Zutaten bekomme. Das weiß ich jetzt aktuell noch gar nicht. Jedenfalls den Teig packe ich schon mal in eine Form, nur um nochmal auf meinen deutschen Sauerkrautkuchen zurückzukommen, bevor wir weiter über Mexiko sprechen. Genau, also ich werde mal schauen. Ich glaube, einer hat mir erzählt, dass es wohl auch so einen Keto-Laden gibt, wo man halt ketogene Lebensmittel kaufen kann. Da bin ich sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen mitnehmen. Ich weiß nur nicht, ob ich so Erythrit und so, ob ich das einführen darf. Weil das ist ja so weißes Puder, nicht, dass die irgendwie denken, ich würde irgendwelche Drogen schmuggeln oder so. Also in Mexiko habe ich jetzt keine Lust, ins Gefängnis zu kommen. Genau. Aber ich werde auf jeden Fall auch mal mexikanische Sachen Keto kochen, das auf jeden Fall. Sofern es mir da möglich ist mit den Zutaten. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Auf Bali habe ich es auch hinbekommen. Und da hatte ich noch nicht mal einen Ofen und nur eine Herdplatte. Also es hat auch geklappt. Genau. Und das ist eben so das Ziel. Und wo wir dann langfristig landen, tja, das weiß eben nur der liebe Gott. Jedenfalls wollen wir uns auch mal Costa Rica anschauen. Und ja, wenn es dann irgendwann mal wieder geht, vielleicht mal wieder nach Bali. Vielleicht kommen wir wieder zurück nach Deutschland. Aber in erster Linie wollen wir mal einfach staatenlos sein, weil wir eben die Möglichkeit haben, von überall zu arbeiten. Und ich mache das ja noch gar nicht so lange jetzt tatsächlich. Also bin jetzt erst seit Januar selbstständig. Und dass ich jetzt eben schon die Möglichkeit habe, auch von überall zu arbeiten und mein eigenes Ding zu machen. Nee, Alias, wir haben keine Kinder. Mit Kindern wäre es ein bisschen schwieriger.
Genau, und die Dani freut sich ja nur auf die Live-Funktion, dann könnt ihr mir folgen. Ich werde auch in meinen Stories eben einfach berichten über dieses ganze Thema Auswanderung. Ich mache auch nochmal ein Live dazu auf Instagram nächste Woche und wahrscheinlich auch auf TikTok. Und dann, genau, werdet ihr auf jeden Fall auf meine Reise mitgenommen, das ist klar, also außer Frage. Und genau, und deswegen bin ich halt sehr, sehr dankbar, dass wir das überhaupt machen können. Und dass ich das machen kann, in meinem ersten Jahr der Selbstständigkeit schon gleich die Welt bereisen zu können, weil ich überall arbeiten kann. So, hier habe ich jetzt den Teig in so eine kleine Form gedrückt. Ich habe 80 Gramm Butter genommen, Anja, genau. Und das mache ich jetzt schon mal in den Ofen, denn dann kann das schon mal vorbacken. Und wir widmen uns jetzt mal unseren Zwiebeln. Die werde ich jetzt mal anbraten in ein bisschen Kokosöl. Genau. Es ist, weil so warm ist, ist das jetzt echt flüssig, gell? Ich habe hier Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch. Und das Ganze braten wir dann an mit ein bisschen Kokosöl. Und dann kommt noch ein bisschen Sauerkraut rein. Und gleichzeitig machen wir dann noch eine Eiersahne. Also ich bin 29 Jahre alt und der Andi ist mein Freund, nicht mein Mann. Der ist 31 Jahre alt. Genau. So. Ich mache jetzt parallel schon mal hier diese Eiercreme. Dazu brauche ich einfach zwei Eier, weil wir machen so eine Eiercreme oben drüber. Wer Bock hat, kann noch Käse auf den Kuchen packen. Mache ich jetzt nicht. Ist mir jetzt irgendwie schon deftig genug mit dem Sauerkraut und so. Man könnte auch Würstchen reinmachen, um mal diese Bratwursttorte wieder aufzugreifen, wenn ihr da Lust habt. Die Kaffeemaschine, Milchschnittensalat, hier auf TikTok, die ist verkauft tatsächlich. Die bringe ich jemandem mit. Ich fahre am Wochenende nochmal zu meiner Familie. Die wohnt in Rheinland-Pfalz. Um mich da nochmal zu verabschieden. Und da ist auch jemand, der die Kaffeemaschine gekauft hat. Und die ist leider schon weg. Aber ich habe noch ein paar Küchenutensilien und wir haben noch einige Sachen, die wir noch verkaufen. Genau. So, also einfach nur zwei Eier und ein bisschen Erbsenmilch. Könnt ihr auch Mandelmilch nehmen, ihr könnt auch Sahne nehmen. Also da ist wirklich, gibt es keine Vorgaben. Jetzt schaue ich nochmal hier, dass das alles fertig wird. Ist ja Multitasking, hey. So, und die Zwiebeln mit dem Knoblauch, die braten wir jetzt kurz an. Ich brate die deshalb an, weil ich habe die schon mal roh in den Kuchen gemacht. Und die waren nicht so lecker. Der Alias schreibt, Hut ab, ich bin 35, meine Frau 31, wir können uns nicht vorstellen, auszuwandern. Habt ihr denn Kinder schon? Und warum? Was hindert euch daran? Das ist mal ganz spannend. Schreibt es doch einfach mal rein. Die Dani schreibt, die neuen Nutsgeschmäcker sind super lecker. Danke für deinen Input, die tollen Rezepte und überhaupt auch ein mega Content. Genau, super. Vielen Dank, liebe Dani. Also die Nuts, das sind die exogenen Ketone, von denen ich eben gesprochen habe, die dir mehr Energie geben, weniger Heißhunger, die dir helfen, in die Ketose zu kommen, die einfach dich unterstützen, dass du mehr leistungsfähiger bist beim Training, dass du dich besser konzentrieren kannst und so weiter. Und da haben wir jetzt eben zwei neue Geschmäcker, davon spricht die Dani. Die sind jetzt ganz neu dabei. Zwei Sommergeschmäcker, Limette und Wassermelone. Sehr, sehr fein und bringt ordentlich Abwechslung rein. Genau, und die Zwiebeln brate ich jetzt mal hier ganz locker, flockig an. Genau, also ich tatsächlich, nur mal um kurz auf das zurückzukommen, was der Alias geschrieben hat hier auf TikTok. Die Julia ist auch 24 und Single. Ich selber hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal auswandere oder in einem anderen Land lebe. Für mich war das ein Ding der Unmöglichkeit. Für mich war es immer so, ich bin mein Leben lang angestellt, ich mache den gleichen Job, ich habe einfach dieses Leben, was man so kennt, 9 bis 18 Uhr, Wochenende frei, Feierabend. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal selbstständig mache. Ich lebe aktuell noch in München, der dein Mann ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal selbstständig mache überhaupt. Und das habe ich auch gemacht, obwohl ich das nie erwartet hätte. Und dass ich jetzt auswandere, das hätte ich mir auch nie vorstellen können. Also vor einem Jahr hätte ich das nie gedacht. Mein Leben hat sich in dem einen Jahr total verändert. Da habe ich auch ein schönes Live zu gemacht, eben auf Instagram. Ich werde dazu nächste Woche nochmal live gehen, einfach um euch ein bisschen von meinem Weg zu berichten. Und eben auch, warum wir nach Mexiko gehen und wie das alles möglich gemacht wurde überhaupt für mich. Zu sagen, hey, ja, ich habe die Möglichkeit, von überall zu arbeiten und nach Mexiko auszuwandern. Genau. Das werde ich euch langsam noch ein bisschen detaillierter erzählen. Heute geht es ja hier ums Kochen. Aber jeden, der dieses Thema interessiert, der vielleicht auch sagt, oh, ich will auch auswandern, ich will auch von überall aus arbeiten und ich möchte einfach auch nicht mehr angestellt sein, von 9 bis 17 Uhr arbeiten und am Wochenende frei, irgendwie nichts Bedeutsames tun, nicht das tun, was mich ausfüllt, dann könnt ihr mir gerne schreiben und ich helfe euch dabei, eine Alternative zu finden, denn ich habe eine ganz, ganz coole Alternative für euch. Was mache ich beruflich? Ja, ich arbeite im Ernährungsbereich, ich bin im Coaching tätig und auch mit exogenen Ketonen arbeite ich. Und genau, das ist einfach von überall möglich.
Und deswegen machen wir das auch. Genau. Und Julia sagt, du und Andi passen so gut zusammen. Allerdings, wir haben den gleichen Traum. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung, würde ich mal sagen. So. Bin ja noch ein bisschen runter. Aber hier wollte ich meine Eiersahne jetzt auch schlagen. Oder Eiermilch, was auch immer. Ich finde da übrigens immer die gleiche Schüssel. Ich bin da nicht so. Der Alias ist CTO. Okay, deine Frau ist stellvertretende Geschäftsführerin. Ja, ihr habt natürlich viel Verantwortung. Absolut. Ich kann das total nachvollziehen, auch jeder, der wirklich einmal auch in so einer Position drin ist und dann sagt, warum soll man da alles aufgeben, wenn man ist irgendwo auch verpflichtet gegenüber seinem Arbeitgeber. Aber es spricht tatsächlich nichts dagegen, sich nebenbei schon irgendwie ein Herzensprojekt, ein eigenes Ding aufzubauen und dann irgendwann die Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, ich verdiene jetzt genug Geld, um meinen Job zu kündigen und einfach mein Ding zu machen. Hier schreibt noch einer auf TikTok, ich könnte überall hin, bekomme volle Erwerbsminderungsrente, aber ich bin hier gebunden wegen den Medikamenten. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, medizinische Versorgung, ganz klar. Also auf Mexiko ist die medizinische Versorgung schon gut, weil es gibt spezielle Ärzte. Also wenn man eben bezahlen kann, dann kriegt man auch eine gute medizinische Versorgung. Aber natürlich, klar, also da würde ich dann auch das Land nicht verlassen. Das ist nicht für jeden machbar, das weiß ich auch und ich möchte auch mit jedem einreden. Jeder entscheidet es für sich, jeder hat ein anderes Leben und jeder hat irgendwie andere Verantwortung, jeder hat vielleicht eine Familie oder einen Job, an den er echt gebunden ist. Aber wenn man sich das wünscht und wenn man das möchte, dann gibt es Möglichkeiten, diesen Traum zu verfolgen, so wie ich es auch gemacht habe. Ich war auch fest angestellt und habe auch meinen Job gekündigt, um eben dieser Sache nachzugehen und jetzt die Möglichkeit zu haben, eben woanders zu leben. Und deswegen, ja, habe ich es auch gemacht und hätte ich selber nicht gedacht, aber ich bin auch diesen Schritt gegangen, obwohl ich selber ein super, total sicherheitsliebender Mensch bin. Die Julia liebt ihren Job als Köchin in der Kantine in München. Super, jetzt gehen wir mal zurück zu meiner Torte. Ich finde es ja so cool, mit euch darüber zu sprechen, ehrlich gesagt. Also ganz toll, wie ihr Fragen stellt. Freut mich total, auch euer Interesse an der ganzen Sache. Aber wie gesagt, dazu gibt es nochmal ein extra Live. Nächste Woche Dienstag werde ich nochmal live gehen zu dem Thema. Da könnt ihr mich mit euren Fragen löchern, was dieses ganze Thema betrifft. Genau. So, ich brate die Zwiebeln auf jeden Fall vorher an, weil ich habe die schon mal roh auf den Kuchen gebacken, gepackt. Und ja, das war dann irgendwie, die wurden dann nicht ganz so durch in dem Kuchen. Und dann war das noch roh und das war ein bisschen ekelhaft, genau. So, ich muss, glaube ich, mal ein Stück Wasser trinken. Wenn man so viel spricht, gell? Sehr, sehr fein. Genau. Den Teig backen wir schon mal vor. Also insgesamt muss der ganze Kuchen ja dann nochmal so 30 Minuten mit den Zwiebeln und dem Sauerkraut in den Backofen. Genau, jetzt machen wir mal die Zwiebeln hier fertig und ich schütte auch schon gleich das Sauerkraut mit dazu. Zumindest zum Teil. Ich werde nicht alles nehmen, weil es doch sehr viel ist. So. Boah, ich liebe ja Sauerkraut, ne? Also, boah, das könnte ich ja so löffeln aus der Dose raus. Ich weiß, es ist total ekelhaft, aber bin ich voll drauf. Und natürlich auch mit ein bisschen Senf. Und es ist auch sehr, sehr gesund. Also Sauerkraut ist äußerst, äußerst gesund, fermentiert, gut für den Darm und wirklich ein sehr, sehr gesundes Produkt. So. Noch ein bisschen, aber dann langt es, glaube ich, auch. Okay. Den Rest essen wir dann so. Übrigens, es ist total schwer. Danke, Alias, ciao. Auf Instagram geht der. Es ist total schwer, Sauerkraut zu finden ohne Zucker. Also heute im Supermarkt, ich habe jetzt eins von Rewe Bio gefunden, da ist kein Zucker drin, aber in den anderen ist überall Zucker drin. Ich dachte, oh mein Gott, ist wie Rotkraut, ja? Ja, Julia, genau, ist eigentlich wie so eine Quiche, wurde ihr gefragt, die Dani, vielen Dank, schön, dass du so nette Worte findest. Genau, also ist eher wie so eine herzhafte Quiche, also so kuchenmäßig, quichemäßig, Genau. Aber mega fein und harmoniert halt echt gut mit dem Sauerkraut. Da mache ich noch ein bisschen Pfeffer rein. Man muss das auch gar nicht krass würzen. Ja. Also das ist schon echt witzig und deftig. Ich kann da
dann vielleicht da ein bisschen Muskat oder sowas reinmachen. Salz auf jeden Fall. Genau. Und top. Das muss man jetzt auch nur kurz anschwitzen. Ihr könnt auch nur Zwiebeln nehmen zum Beispiel. Da habt ihr eben so einen Zwiebelkuchen. Ist auch echt lecker. So, ich glaube, das passt. Dann machen wir hier mal aus. Und jetzt hole ich mal kurz den Kuchen da raus. So. Das ist schon mal ein bisschen vorgebacken jetzt. Aber jetzt wird das Ganze hier einmal belegt. Also das ist jetzt so eine kleine Form, ja. Ihr könnt natürlich auch eine größere nehmen. Bei mir ist es jetzt echt dann wie so ein, schon wie so ein Kuchen an der Seite. Ja, ich fülle den jetzt auch richtig rein hier. Weil ich finde, eigentlich ist der Belag am coolsten. Also was so im Kuchen ist, genau. Wahnsinn. So. Und jetzt kommt diese Eiermilch noch oben drüber. Und wie gesagt, ihr könnt da auch gerne noch Käse oder sowas drüber machen, wenn ihr es jetzt wirklich richtig deftig haben wollt. Aber für mich langt es eigentlich. Das ist natürlich ein bisschen heiß jetzt, so ein bisschen verteilen. Und das Ganze jetzt eben nochmal für 30 Minuten in den Ofen schieben bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Bis das Ei gestockt ist, bis der Teig fertig ist und zack, boom, habt ihr eine richtig leckere, herzhafte Torte. Genau. Also ihr Lieben, das backt jetzt im Ofen. Ich mache hier Schluss für alle, die jetzt erst reinkommen. Tut mir leid, aber das IGTV bleibt bestehen. Da schreibe ich euch jetzt die Zutaten rein, die ihr braucht. Dann könnt ihr die schon mal einkaufen und am Donnerstag gibt es das Rezept und dann könnt ihr das Rezept nachbacken. Und ich glaube, es wird sehr, sehr lecker. Also man kann natürlich auch noch Würstchen reinmachen oder Würstchen dazu essen, wenn man möchte. Da ist eben eure Kreativität. Sind keine Grenzen gesetzt. Und jedenfalls schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt freue ich mich auf das Essen und euch wünsche ich einen wunderschönen Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Machen wir hier auf Instagram ab.